willkommen zu der neuen Folge Roblox Brookhaven zusammen mit der Izzy. Wir spielen heute als rosa Mädchen versus Goth Mädchen und ja, ich will das Goth Mädchen sein. Let's go. Okay, so als allererstes brauche ich natürlich ein pinkes Haus als pinkes Mädchen. Das hier ist komisches Eierschalenfarben. Das ist natürlich nicht unbedingt das, was ich hier möchte, aber ich denke, hier, das ist ein schöner Rosaton. Oh, das meiste bleibt. Ah, das ist natürlich unlucky. Na gut, aber wir haben es versucht. Wir haben quasi ein pinkes Haus. Hier ist ein pinker Teppich mit diesen wunderhübschen braunen Sofas drauf. Und jetzt brauche ich natürlich noch ein wunderhübsches pinkes Outfit. Ich habe zwar schon einen Pulli, wo pink drin ist, aber ich glaube, da kann man noch ein bisschen was Besseres machen. So, ich würde sagen, das hier ist ein bisschen besser. Jetzt bin ich pink durch und durch. Und mal gucken, ob die Izzy schon fertig ist. Oh, hi. Bist es du? Ich bin schlecht drauf. Das ist mein Beruf. Das ist dein Beruf. Meine Einstellung. Meine Lebenseinstellung. Warum bist du so rosa? Weil ich ein pinkes Mädchen bin. Deswegen bin ich so rosa. Das ist absolut ugly. Bitte. Bitte zieh was Normales an. Warum ist dein Haus auch so schwarz? Du bist doch kein Vampir. Weißt du, du hast da so ein komisches Herz an deiner Hose. Hast du das Bein aufgeschlagen in Herzform oder was? Ich habe das selber reingeschnitten. Hast du selber reingeschnitten? Ich hab das selber reingeschnitten. Schneidet sie ihre Klamotten? Das ist ja unglaublich, ey. Als ob du noch nie deine Klamotten geschnitten hast. Haus. Oh mein Gott, ist das dunkel hier. Ich mach mir jetzt erstmal richtig angenehm. Oh yeah. Und jetzt ein bisschen Gothrock. Gothrock. Bam, bam, bam. Okay, weißt du was? Ich würde mir gerne meine Nägel machen lassen. Magst du mitkommen? Nägel? Oh ja, ich brauch schwarze Fingernägel. Okay, dann auf. Ich wusste gar nicht, dass du dir als Goth-Mädchen die Nägel machen lässt. Okay, dann steig jetzt mal hier in mein Goth-Mobil. Ist das dein Goth-Mobil? Oh Gott, ich brauche auch noch ein Auto. Ich brauche ein Pink-Mobil. Wow, danke schön. Wo wolltest du hin? In den Nagelsalon, danke. Ja, ich bleib auf der Straße stehen und hoffe, dass mein Auto stirbt. Okay, ist das ein Ding? Ist das ein Goth-Ding? Okay, jetzt mach mir die Fingernägel schwarz. Ich mach dir die Fingernägel schwarz. Machst du die Fingernägel mir pink? Von mir aus. Oh, yes. Warte, du hast schwarze Haare, hä? Vielleicht mache ich meine auch noch pink. Warte ganz kurz. Das ist eine wunderbare Idee. So, ich sag aber ein helles Rosa passt besser zu dem Outfit. Manipulieren, so, und dann werden ihre Haare schwarz. Nein, Izzy, was hast du gemacht? Ich sehe den schwarzen Nebel. Das ist die pinke Farbe mit dem... Ach, das sieht doch blöd aus. Oh mein Gott, endlich. Oh ja, Mann, du bist auf dem richtigen Weg. Oh mein Gott, ich muss sie direkt zurückfärben. Komm, wir gehen in den Klamottenladen und kaufen dir ein paar ordentliche Sachen. Oh ja, das sieht... Oh, das ist so viel besser. Oh ja, das passt richtig gut zu meinem Outfit. Okay, dann... Oh, furchtbar ist, wenn ich mit einem Bonbon rumlaufen würde. Ja? Ist das okay, dann lass jetzt auf was Friedhof abhängen. Steig auf ein. Auf Friedhof abhängen? Ja. Wieso ist denn das eine Fun-Aktivität? Wer möchte denn... Wer verbringt denn seine Freizeit, indem er auf dem Friedhof abhängt? Ihre Freizeit immer entweder im Krankenhaus, in der Notaufnahme oder auf dem Friedhof. Entscheide dich, wo willst du hin? Ich schätze auf Friedhof. Ah, dann stehen wir auf Friedhof, natürlich. Dann fahren wir jetzt auf den Friedhof. Hier. Klasse. Juhu. So, zack. Und da fahren wir auch auf den Friedhof und beerdigen mein Auto. Wir beerdigen das Goth-Mobil. RIP Goth-Mobil. Das ist natürlich, das klingt nach einem Haufen Spaß, aber während wir hier sind, gehe ich kurz mir mal ein eigenes Auto kaufen, jetzt wo wir auch das Goth-Mobil verloren haben. Ich bin gleich wieder da. Viel Spaß beim Weinen. Das Leben ist so sinnlos. So, das müsste jetzt langsam fertig sein. Ich weiß nicht, ob das schon da hinten ist. Oh ja. Oh mein Gott, perfekt. Das ist das Pink-Mobil. Ich denke, das ist wunderschön. Da wird sich Izzy auch freuen. Wo ist die denn? Ah, die ist wahrscheinlich noch auf dem Friedhof. So, einmal eingepackt und... Izzy? Warte, ihr Auto ist noch da. Hi? Hallo? Oh! Warte, warum liegst du im Grab? Hallo? Ich träume davon, wie das Leben nach dem Tod sein wird. Und wie ist das Leben nach dem Tod? So viel besser und einfacher. Okay. Das klingt nicht so gut. Ja, man ist tot. Man ist dann tot, genau. Aber hier, guck mal, das ist mein neues Auto. Das ist das Pink-Mobil. Du kannst gerne einsteigen. Was ist das denn? Wunderschön, oder? Nein, mach das weg. Das tut in meinen Augen weh. Oh nein, ich muss es Krankenhaus. Komm mit. Oh Gott, meine Augen. Magst du mit reiten kommen? Ich wollte auf den Ponyhof fahren. Wer fährt denn freiwillig auf den Ponyhof? Was ist das denn für ein lustiges Ding, ey? Ja. Das macht doch keiner. Da kann ich mit den Pferden reiten. Wir können mit den Pferden zum Friedhof reiten. Wir waren doch gerade auf dem Friedhof. Ja, willst du dann schon reiten wir mit den Pferden. Der Friedhof ist doch direkt hier. Warum willst du denn schon wieder auf dem Friedhof reiten? Ja, okay. Das Ding steige ich nicht ein. Das kannst du vergessen. Wie, das Ding steigst du nicht ein? Nee, das steige ich nicht ein. Dann fahre ich mit meinem Auto. Ich dachte, dein Auto hast du beerdigt.
Ja, dann muss es eben nochmal rauskommen hier aus dem Grab. Okay, wenn das so funktioniert, der Pferdestall ist direkt hier drüben. Das ist ein bisschen gruselig nachts hier. Ich will eigentlich noch nie nachts. Normalerweise gehe ich lieber tagsüber, aber ich denke, es ist okay. So, dann hole ich erstmal mein Pferd. Das ist immer in der zweiten Box. Da-da-dum. Hallo, mein kleines Pferdchen. So, wir können einmal heute ausreiten. Warte, ich hole dir gleich noch Wasser. Dann, so. Ha, ein schwarzes Pferd. Du hast ein schwarzes Pferd? Oh, cool. Oh, oh mein Gott. Okay. Hey, ich bin Naturtalent. Du bist tatsächlich ein Naturtalent. Ich wusste das gar nicht. Natürlich, das macht gar keinen Spaß. Ich weiß nicht, warum wir das hier tun. Ich gehe kurz Hürden laufen. Du kannst ja gucken, ob du es auch schaffst, wenn du so ein Naturtalent bist. Ich trainiere mein ganzes Leben lang hier. Okay. Zack und zack und zack und links. Oh mein Gott. Boah, das war eine gute Runde. Okay, zeig mal, ob du es kannst. Okay. Okay. Alle. Die erste, okay, überraschend gut. Sprung. Überraschend. Und yeah. Huh? Come on. Warte, woo! Was? Gut gemacht, Daffy. Daffy? Dein Pferd heißt Daffy? Ja, aber ist doch ein schöner Pferdename. So, Daffy wie tot? Ja. Ah. Okay, cooler Name. Wie heißt dein Pferd, Pinky? Mein Pferd heißt tatsächlich Pinky, aber leider kann ich es nicht umbenennen. Also auch nicht umfärben. Das macht mich am traurigsten. Ich wünschte, ich könnte Pinky die Farbe geben. Oh, ich habe mein Pinky immer an einem Wettbewerb teilgenommen und da durfte man das richtig hübsch schmücken und dann habe ich quasi so pinke Strähnen in seine Mähne geflochten und ich habe ihm so kleine pinke, weißt du, diese Broschetten, die man anmachen kann? Das klingt ja wirklich schrecklich. Diese schleifenmäßigen Dinge. Komm, da oh, das sah so süß aus und ich habe so ein pinkes Glitzer in seinen Schweif geflochten. Das ist ja wirklich furchtbar. Was hast du deinem Pferd angetan? Es war wunderschön. Ich habe noch Fotos. Soll ich dir die zeigen? Oh, ich kann die von zu Hause holen. Lass mich in Ruhe. Mach, dass du wegkommst. Okay. Ich muss kurz mein Pinkmobil abholen. Ich bringe Pinky zurück in den Stall. Komm, Daffy. Wir gehen nach Hause. So, da wären wir wieder. Oh, bist du mitgefahren? Du kommst gerade aus dem Pinkmobil. Ich hab da so eine kleine Sache deponiert, Ronja. Also, ich weiß nicht, ob dir das so gut gefällt. Nein, wenn du mein Auto anzündest. Wenn du mein Auto anzündest. Yeah! Oh, jetzt kannst du nicht mehr damit fahren. Mann! Und noch eine. Bitte, nein, lass mein Auto in Ruhe. Ich weiß ja nicht, warum du dein Auto unbedingt abmuxen willst, aber meins will nicht sterben. Nein, du kommst mit dem ganzen C4. Oh mein Gott, okay. Oh, guck mal, das andere Auto ist schon angezündet worden. Das andere Auto brennt tatsächlich. Boah, na toll, jetzt brennt mein Auto. Zack, yes, okay. Nice. Dein Pinkmobil gehört der Vergangenheit an. Soll ich dir einen coolen Ort zeigen, Ronja? Zeig mir gerne einen coolen Ort. Was ist denn ein cooler Ort? Okay, dann steig mal ein hier. Guck dir das mal an. Oh, warte, hast du ein neues? In mein Deathmobil? Nee, das ist das Deathmobil. Da hat auch jemand ein Deathmobil gemacht. Nice. Das ist nicht nice. Ich meine, okay, ich habe kein Problem mit schwarzen Autos per se, aber das Pinkmobil sieht einfach so viel cooler aus. Ich meine, so, hallo? Soll ich mal Vollgas geben? Was denkst du? Gerne, ja. Okay, bereit? Aha, bereit. Bist du ein guter Autofahrer? Es ist kein Let's Problem, wenn du Vollgas gibst. Okay. What? Okay, das ist ganz schön schnell. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das Deathmobil das mitmacht. Die Räder, die sind am Drehen. Warte, fahren wir mal sehen. Oh mein Gott. Au, kleiner Unfall. Kleiner Unfall, wir liegen auf dem Dach. Gar kein Problem. Wie so. Jetzt gar kein Problem? Das ist... Ich bange um mein Leben hier. So, ich zeig dir jetzt meinen Lieblingsort, okay? Okay, wir fahren einfach durch die Stadt. Aha, Butter klar. Bill, yes. Ist dein Lieblingsort die Eisdiele? Ist dein Lieblingsort und die Schule? Oh mein Gott. Juhu! Okay, Unfälle sind scheinbar was Gutes für dich. Oh, okay, wir können vielleicht, wenn es wieder Tag wird, schönen Tag am Pool machen. Einfach ein bisschen entspannen, ein bisschen hinlegen mit den Handtüchern, ein bisschen lesen. Wenn wir den Pool mit Blut füllen. Was? Und bist du das raussteigen, da sind wir auch schon. Wir sind mein ja Lieblingsort. Yeah, denn ab und zu werden was hier Leute begraben und dann kommen Geister. Wie jetzt, da kommen Geister? Wir sind, das ist gruselig, wir sind mitten in der Nacht hier. Ja, dann gibt es Geister hier nachts, das ist sowas von cool. Von den Gestorbenen, warte, was? Hast du keine Angst, dass die dir was tun? Ich versuche mich immer gut zu stellen mit den Geistern, falls welche in meinem Haus leben, dann, wenn man irgendwie was mitkriegt, was verdächtig ist, eine Lampe, die flackert oder so. Die sind doch super cool, die Geister. Ich versuche mich mit denen anzufreunden, damit sie mir nichts tun, aber, weißt du, man kann sich nie sicher sein. Rah! Oh mein Gott! Das war cool. Aber ich meine, weißt du, die Kirche kann auch ein schöner Ort sein. Ich war hier neulich bei der Hochzeit von meiner Cousine. Hochzeiten, das ist das war richtig schön. Sie hatte ein wunderhübsches weißes Kleid an und sie hatte überall pinke Blumen und das sah super hübsch aus. Und dann haben die geheiratet. Das war so ein schöner Tag. Okay, weißt du was, Ronja? Ja? Nein, und nicht auch noch die Kirche. Das ist ein heiliger Ort, Easy. Bam!
Okay, das hat zum Glück nicht funktioniert, diesen geschützt. Vielleicht passiert es da, keine Ahnung, öfter, dass irgendwelche komischen Goth-Mädchen kommen und sagen, oh ja, wir sprengen das wieder, wenn Leute heiraten. Oh, jetzt brennt! Oh, ist das super! Das Haus brennt! Das Haus brennt? Ich hab's angezündet. Oh, noch mehr! Das ist angezündet! Ja. Okay, sollten wir nicht dem armen Mädchen helfen hier? Ach was, ist doch super, wenn's brennt. Ein bisschen brennt. Löschen? Guck mal, die ist ganz traurig. Die telefoniert, die ruft wahrscheinlich gerade die Feuerwehr. Da oben brennt's auch noch. Kannst du nicht das Haus von dem armen Mädchen entzünden? Ach, das ist super. Das ist super? Ja. Okay, das ist beunruhigend. Yay, das hat echt Spaß gemacht. Was für ein schöner Tag. Jetzt geht die Sonne auch langsam wieder auf. Ja, was für ein schöner Tag. Ich leg mich jetzt an den Strand und entspann mich und hol mir ein schönes Handtuch und ein Buch und ein Bikini und was auch immer du machst. Ich will nicht dabei sein, okay? Das ist gruselig und ich will kein Part von der Sache sein. Guten Tag, ich muss wieder nach Hause in mein Haus. So, das war's dann aber mit dieser Folge als rosa Mädchen versus Goth Mädchen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und ihr könnt gerne mal schreiben, womit ihr euch... Oh, jetzt toll, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Na super. Ihr könnt gerne schreiben, womit ihr euch mehr identifiziert. Und dann abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Schaut unbedingt bei der Easy vorbei und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!